Freundin. Ja. Dein Sohn Fritz. Ach so, dann wäre es die höchste Zeit. Schließlich ist er 17. Nächstes Jahr. Aber ja, nie. 17 war, habe ich schon eine Freundin gehabt. Was heißt da eine? Ja, ja, ist schon gut, ist schon gut. Warum sagst du das? Sie muss ihn aufgeben. Warum? Ja, sie passt nicht zu ihm. Na, aber geht es mit Dr. Fritz besser? Lieber nach blind. Mutterliebe. Diese Person ist uralt. 26. Fräulein ist schon falsch. Ja, weiß ich eh. Und darum geht es doch nicht. Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, dass man zu einem Fräulein, was über 21 Jahre alt ist, oder Frau, sagen muss, das ist Vorschrift. Ich kann eine scheinwürdige Frau. Und das wirst du überhaupt nicht schreiben. Wozu mischst du dich da rein? Fritz wird sich bedanken. Ja, halt nicht, aber in 10 Jahren. Oh, okay. Wer heiratet schon seine erste Liebe? Schau doch uns an. Hm. Hätte auch den Lenzke nehmen sollen. Ja, und ich die Vorringerische. Wirklich? Mhm. Bin ja auch froh, dass ich dich habe. Sie hübsch? Ja. Nur die? Ja. Geisin. Oje, oh, was ist denn mit der passiert? Ich hab's nicht gewaschen. So? Sie war in seinem Hemd, in der Brusttasche, beim Herzen. Sauber, hm? Wirklich sauber. Findest du? Mhm, hübsch. Hast du sie gekocht? Nein, das ist wirklich sauber. Hübsches Mädel. Aber sie ist 10 Jahre älter als er. Ja, wenn man die Sache so betrachtet, dann... Hm. Na, dann ist es vielleicht... Na, was vielleicht? Das ist vielleicht ein Fall von... Was? Na, mit Ö. Mit Ö? Wenn du drauf kommst, kriegst du 3 Punkte. Mit Ö? Ö. Österreichischer? Nein, 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 was Internationalem. Ö, hast noch 30 Sekunden Zeit. Ö. Ö, Ödipus-Komplex. Er liebt doch nicht mich, er liebt doch sie. Ja, aber wenn sie dir ähnlich schaut. Na wirklich, das ist ein klarer Fall von Ödipus. Und der will Sie bitten, keine Fachausdrücke zu verwenden. Warum? Sie verwenden sie ja auch. Ja, ich bin der Fach. Und ich bin Ihr Schüler. Moment, den Komplex Ödipus-Komplex haben wir bisher nicht erörtert. Und warum nicht, bitte? Weil ich es vorziehe, mich mit Dingen zu beschäftigen, die wichtiger sind. Zum Beispiel die Entwicklungsphase. Das ist ein Topf, hm? Und wie viele Menschen sind Sie? Wir? 2? Nein, ich meine jeder von Ihnen. Du, der kommt vom Eurigen, glaube ich, was? Wie alt sind Sie? 40. Und sind Sie derselbe Mensch, der Sie mit 20 waren? Und selbstverständlich. Und was lachst du so charmant? Ich habe ihn gekannt mit 20. Sie sagt das so, als ob es mich nicht mehr gäbe. Den gibt es ja auch nicht mehr, der du warst. Weißt du, wie der war? Gefühlvoll, begeisterungsfähig, hilfreich, edel und gut. Und schlank. Ja. Man entwickelt sich eben. Ja, nicht wahr? Genauso wie der Fritz sich entwickelt. So wie Sie jetzt ein ganz anderer Mensch sind, ein völlig anderer Mensch sind als damals. Also völlig anders nicht. Zumindest nicht immer. Danke. So ist auch der 15-Jährige Fritz ein anderer als der 12-Jährige, der 12-Jährige ein anderer als der 10-Jährige, der 10-Jährige ein anderer als der 8-Jährige. Danke, wir haben verstanden. Und jeder dieser vielen Fritze will anders behandelt werden. Wie? In seiner jeweiligen Entwicklungsphase entsprechend. Warum glauben Sie, hat er sich jetzt um eine so viel ältere, junge Dame verliebt? Ja, ich weiß es nicht. Weil er weiß, wie alt er ist. Ach so, also weiß auch, wie er heißt, wo er wohnt. Was haben Sie gemeint? Weil er weiß, er ist 16 und noch in der Pubertät, scheut er sich zu binden. Eine Beziehung zu einer um 10 Jahre älteren Frau ist normalerweise nicht von Dauer. Und das passt ihm. Aber er liebt sie nicht. Doch, er liebt sie. Aber dass er gerade sie liebt, das hat seinen Grund. Sie passt nicht zu ihm. Sie passt zu ihm. In seine jetzige Phase. Natürlich weiß er das nicht. Er glaubt, er liebt fürs Leben. Er nimmt die Sache sehr ernst. Sie ist ernst. Ja, für mich auch. Na gut. Aber was erwarten Sie sich von dem Brief? Sie wird mit der Angst zu tun bekommen und Fritz in Ruhe lassen. Und er? Er wird sie verschmerzen. Ich glaube, die Sache wird sich vielmehr so abspielen. Fritz! Ich zieh zu ihr. Dann könnt ihr uns ja beide einsperren lassen. Ich liebe sie. Fritz, ich bitte dich. Er wird Ihnen beweisen wollen, dass es ihm ernst ist. Ernster, als es ihm ist. Das werden Sie mit Ihrem Brief erreichen. Das heißt, ich kann nichts tun? Doch, ihm das Gefühl geben, dass Sie ihm vertrauen, dass Sie glauben, er weiß, was er tut. Sie meinen, er wird sich von selbst eine andere suchen? Ja, wenn die Phase vorbei ist. Und wann wird sie vorbei sein, die Phase? Das ist schwer zu sagen. Ein Kind läuft mit einem Jahr, das andere mit anderthalb. Und so wie jedes normale Kind die Phasen des Sitzen, Stehen, Gehen, Laufen, Sprechen lernen durchmisst, Perioden des Erwerbs erkennbarer Fähigkeiten,
so durchmisst es nicht minder bedeutsame Phasen, deren Ziel mit freiem Auge nicht so ohne weiteres erkennbar ist. Deshalb tut man gut daran, von der Annahme auszugehen, dass nichts ohne Grund passiert. Ein schwacher Trost. Besonders für Eltern, die nicht einmal die erkennbaren Phasen erkannt haben. Bitte? Was meint er damit? Erinnern Sie sich an Ihren Fritz, als er ein Jahr alt war? Die Hand hat Zeit. Das tolle Geschirr! Fritz! Das war sicher falsch. Natürlich. Na bitte, er hat ja leicht reden, er hat uns Geschirr nicht bezahlen müssen. Ja, das ist unser Schönstes. Man stellt eben das schönste Geschirr nicht auf den Tisch, wenn ein Kleinkind im Zimmer herumläuft. Na bitte, wer war schuld? Wir. Sie haben Ihr Kind nicht gemäß seiner Entwicklungsphase behandelt. Ein Kind in der ersten Phase holt nach, was es im Mutterleib nicht erlernen kann. Stehen, gehen, laufen, sprechen. Es übt. Jeder Mensch übt etwas lernen mit. Bevor es steht, sitzt es oder liegt. Bevor es geht, fällt es um. Bevor es spricht, lallt es. Bevor es greift, greift es daneben. Hätten Sie Bescheid gewusst über diese Entwicklungsphase, hätten Sie vielleicht Ihrem Kind einen eigenen Tisch gedeckt mit Plastikbällen, ohne Tee. Und was haben wir noch alles verkehrt gemacht? Na, alles, alles. Wie heißt die zweite Phase? Die magische. Das Kind in seiner Märchenwelt. Ist der Matrix. Was? Steh auf. Es ist keine Luft. Fetzen? Nein, ist der Marktfee. Deshalb haben wir aufstehen müssen, wegen Fetzen? Ja. Hätten Sie Bescheid gewusst über die magische Phase, hätten Sie sich entsprechend verhalten. Armer Max, ich lasse mich vielmals entschuldigen. Ich habe ihn nicht gesehen. Also schön, wenn das nächste Mal zur Schmutzwäsche Maxi sagt, dann sage ich auch Maxi. Bitte nicht. Wenn er mit 16 immer noch so ist, dann ist Grund zur Besorgnis. Die magische Phase ist vorbei. Verstehst du? Ja, sie endet normalerweise mit Schulbeginn, manches Mal etwas später. Das Kind muss sein magisches Denken der Realität unterordnen. Und das ist manches Mal sehr schwer, wenn er zum Beispiel seinen Maxi auf dem Pult sitzen hat und die Lehrerin kommt vorbei. Was ist denn das? Dann muss er entweder seinen Maxi oder seinen Fetzen anerkennen und wer lässt sich schon gerne desillusionieren, oder er muss die Lehrerin hassen, oder zu Hause Hilfe suchen. Jetzt hör mal auf mit dem Geheule. So ein Theater wegen einem Fetzen. Das war damals falsch. Wie wäre es richtig gewesen? Ich werde der Lehrerin sagen, sie soll den Maxi wieder suchen. Ach nein. Damit fördern Sie seinen Verbleib in der magischen Phase. Was er braucht, ist Ihre Hilfe, sich von ihr trennen zu können, sich der Wirklichkeit zuwenden zu können. Schau, die Lehrerin, die sieht den Maxi eben anders als du. Für dich ist er der Maxi, aber für die Lehrerin nicht. Für sie ist er ein schmutziges, zerfetztes Stück Stoff. Außerdem, in Wahrheit ist er ja ein Stück Stoff. Nein, nicht in Wahrheit. In Wirklichkeit. Denn seine Wahrheit heißt, das ist der Maxi. Ja, aber was haben wir, bitte schön, jetzt davon, dass Sie uns sagen, was wir vor 10 Jahren falsch gemacht haben? Die Erkenntnis hoffe ich, dass Sie vermutlich auch jetzt nicht unfehlbar sind. Die haben wir. Dafür haben Sie ja gründlich gesorgt. Ich dränge mich nicht auf. Bitte, wenn Sie glauben, dass Sie nicht zu wissen brauchen über Entwicklungsphasen. Aber nein, das glauben wir ja nicht. Hm? Na, hast du sie dir gemerkt? Erste Phase. Entwicklungsphase. Alle sind sie Entwicklungsphasen. Ja, in der ersten Phase lernt das Kind stehen, gehen, greifen, es muss umfallen, es übt werfen, ziehen, alles herunterschmeißen, was man ihm hinstellt, ja. Das ist die Phase der visuell-motorischen Koordination. Aber das brauchen Sie jetzt nicht zu mehr. Wenigstens etwas. Zweite Phase? Zweite Phase ist die magische Phase. Dritte Phase die Schulphase. Das Kind wird normal. Richtig. Vierte Phase? Hm. Pubertät. Na ehrlich. Ja, gibt es doch ein bisschen. Wer hat seinerzeit mit uns so viele Geschichten gemacht? Leider niemand.